Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute einen Waffenlager für euch. Und ich würde sagen, wir schauen uns das gute Stück einmal an. Und erstmal zeige ich euch, wo das Ganze sich befindet. Das befindet sich hier. Und ja, ich würde sagen, wir schauen noch mal rein. Ist nicht groß. Ja, ist ziemlich klein. Die Koordinaten schreibe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung einmal mit rein. Sollte ich das Ganze nicht vergessen. Gut, so, ich würde auch sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen, einmal auspacken und so, dann haben wir diesen Ordner hier. Wenn wir in der ZIP sind, müssen wir einmal halt gucken, dass wir nicht so den ersten Ordner nehmen, sondern hier befindet sich dann ein Unterordner und hier ist die Map dann drin. Das heißt, wir ziehen diesen Ordner dann raus. Ja, und dann gehen wir wie eigentlich immer in den Resource-Ordner, ziehen diesen Ordner in den Resource-Ordner, kopieren uns hier den Namen einmal raus und gehen dann anschließend in die Server-TFG und müssen das Ganze jetzt hier nur noch starten. Speichern und schließen. Jetzt nur noch den Server neu starten und ihr habt die Map erfolgreich installiert. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take.